An Gemeinheit ist das Spiel nicht zu übertreffen. Ich ruf mal mein Handy an. Wie fies. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Da, oh. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Wie soll ich da jetzt rankommen? Ja, mit dem Besenstiel natürlich. Da haben wir ihn doch. Welcher Astgabel denn? Ach, da. Da, wo es blinkt. Na los, komm. Schnapp es dir. Damit komme ich zwar an das Handy, aber wenn es 5 Meter in die Tiefe fällt und kaputt geht, nützt es mir auch nichts mehr. Leg doch die Müllbeutel drunter, nicht? Ach so. Kann ich den da irgendwie festmachen? Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Oh. Oh. Noch ein bisschen Klebeband rum? Oh, cool. Ja, das sollte halten. Jetzt habe ich einen Kescher, wie cool. Jawohl, so muss das sein. Das könnte klappen. Ne? Wunderbar. Wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. Okay. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Später mal? Aber jetzt? Ah nee, der ist ja erst abends wieder da, wa? Nee. Ich, mal gucken, ob da Museum Max Gruber ist. Meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Na gut. Na gut. Oh, ein hohes Haus. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Dieser Kanski ist gruselig. Tunguska, Max. Lauschangriff. Berlin, Olegs Haus. Nina konnte ein Telefongespräch von Oleg mitschneiden. Wie schon in der Mail, die Ninas Vater an Oleg geschrieben hat, ging es um das Thema Tunguska. Vielleicht kann Max ja etwas damit anfangen. Ja, gucken wir mal, wa? Jetzt kommen wir ja wieder rein. Vielleicht finde ich dann auch den Eddie hier irgendwo wieder. Da drin wohl nicht. Dann gehen wir mal direkt hoch. Na, 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 na. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie.
Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Ja, schießen wir mal. Wir haben Eddie. Eddie hat gestern Abend irgendwas von seltsamen Gestalten in schwarzen Roben gebrabbelt. Gestern habe ich ihn nicht so richtig ernst genommen, weil seine Ausführungen etwas, sagen wir, seltsam klangen. Aber ich habe heute mit einem kleinen Mädchen gesprochen, die gestern Abend was Ähnliches beobachtet hat. Sie hat sogar ein Foto von diesen Kundenträgern gemacht. Leider ist nicht viel darauf zu erkennen, aber ich sollte auf jeden Fall noch einmal mit Eddie sprechen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn schon den ganzen Tag über nicht gesehen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und versucht, das Ganze zu verarbeiten. Du meinst, er trinkt wieder? Ich befürchte, ja. Es sei denn... Es sei denn was? Ach, nichts. Nichts? Rück schon raus mit der Sprache. Naja, wenn diese seltsamen Männer in Schwarz bemerkt haben, dass er sie beobachtet hat... Du meinst, sie sind zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß derzeit überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Tja, da haben wir beide ja einiges gemeinsam. Ja, irgendwie schon. Das Diadem? Achso, das kann ich ihn auch fragen. Das passt. Sagt dir der Name Oleg Kamborski was? Kamborski? Oleg Kamborski? Nein, gar nichts. Sollte es? Das weiß ich leider auch nicht so genau. Das war ja sehr hilfreich. Tunguska. Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein. Er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also, 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien. Angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen. Da stand auch was davon drin. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Aber vorher möchte ich dieses Diadem haben. Also, diesen Zettel habe ich in den Unterlagen meines Vaters gefunden. Sagt dir das was? LA-60-AK-19-AL. Hört sich an wie eines unserer Ausstellungsstücke. Was soll damit sein? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. So spontan leider nicht, aber ich kann das gute Stück ja mal holen. Der Zettel mit der Beschreibung des Diadems fehlt, aber den hast du dann wohl gerade in der Hand. Mehr weiß ich darüber leider auch nicht. Vielen Dank. Kann ich mir das mal in Ruhe anschauen? Klar, aber vergiss bitte nicht, das später wieder zurückzulegen. Dein Vater reißt mir sonst nämlich den Kopf ab. Wenn er das noch kann. Hey, hör auf mit solchen Gedanken. Wir werden ihn schon finden, versprochen. Ja, hoffentlich. Es muss einen wichtigen Grund geben, dass mein Vater den Zettel mit der Beschreibung des Diadems zu Hause aufbewahrt hat. Aber welchen? Und was ist das mit der wahren Prinzessin? Er hat mich manchmal so genannt. Ob das irgendeine Nachricht ist, mit der ich was anfangen können sollte? Denk nach, Nina. Und denk schnell. Diese Sachen über Tunguska aus dem Archiv. Ja, werde mich sofort auf den Weg machen. Kann aber etwas dauern, bis ich mich durch die Unterlagen gewühlt habe. Kein Problem. Ich werde hier warten. Gut, ja, denk nach und denk schnell. In dem Diadem fehlen 3 Steine. So sieht es eher unscheinbar aus. Trotzdem scheint es meinem Vater sehr wichtig zu sein. Ich sollte herausfinden, warum.
Lass mich raten, einer dieser Steine ist hier drin. In diesem Glaskolben. So, aber hier kann ich mich bestimmt auch umschauen. Ja, könnte ich. Hier gibt's nur nichts. Super. Hier gibt's nur Nina. Hallo, Nina. Eine Vase. Ich denke mal an irgendwelche Wimmelbilder, aber es ist ja kein Wimmelbild. Kühlschrank. Kühlschrank. Äußerlich macht er einen ganz normalen Eindruck, aber innerlich ist er eiskalt. Clown gefrühstückt, hä? Mal sehen, was wir da so finden. Gift. Ich habe nur einen Totenkopf gesehen, super. Gipstüte. Trockengips. Da steht drauf, er soll mit Wasser und Pflanzenöl angerührt werden, um die optimale Konsistenz zu erreichen. Hey, das habe ich sogar. Cool. Das Schild ist nicht mehr lesbar. Wenn ich nach den Totenkopf und sonstigen Symbolen gehe, scheint das Zeug aber extrem ätzend zu sein. Kippen wir das doch mal hier rein. Ich werde die Säure mal vorsichtig über den Stein gießen. Ui, cool. Die Säure scheint ganze Arbeit zu leisten. Der Stein zersetzt sich langsam. Ich sollte ihn nur rechtzeitig wieder aus der Säure nehmen, sonst ist dieser undefinierbare Einschluss auch gleich mit weggeätzt. Also sie hat ihn schon. Ein Amethyst. Das Ding passt da nicht so richtig rein und fällt immer wieder raus. Achso. Vielleicht mit dem Gips? Achso, nee, ich muss ihn ja erstmal anmischen. Habe ich den überhaupt noch? Ich habe doch gar keinen Behälter mehr. Ach doch, hier. Warte. Jawohl. Der Gips sieht fast aus wie Asche. Und Pflanzenöl. Ich quetsche mal ein bisschen was von diesem öligen Schleim in die Schale. Und jetzt brauche ich noch Wasser. Dann fahren wir doch mal wieder nach Hause. Der Eimer. So. Ich denke, ich habe hier noch zu tun. Was? Aber ich brauche doch Wasser. Oh, verdammt. Okay. Wasser. 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 Halt. War hier Wasser? Flasche Wasser vielleicht oder sowas? Irgendwie Wasser? Nee, kein Wasser. Kein Wasser. Wasser? Die Blume hat doch bestimmt... Der Heizkörper hat Wasser. Aber der hat kein Wasser. Hat der Wasser? Nee, der gluckert nur. Moment. Ach, doch nicht. Schon gut. Der gluckert auch nur. Kann ich auch nicht. Warte, hier ist... Ich... Mit dem Ventil kann man die Heizung bei Bedarf entlüften. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, dass da Wasser rauskommen kann. Wenn ich das Ventil jetzt aufdrehe, saue ich hier den ganzen Boden ein. Dann saue doch lieber den Gips ein. Das ist doch viel besser. Geh mal aus dem Weg da. So. Ups. Vielleicht hätte ich das Ventil nicht ganz so weit aufdrehen sollen. Da ist eine Menge Wasser rausgekommen. So. Hoffentlich weiß ich genau, was ich da tue. Das Diadem ist jetzt jedenfalls nahezu jeglicher Schönheit beraubt. Aber dafür kriege ich den ja, rein. Ja, so müsste es halten. Cool. Noch sind nicht alle drei Steine durch billige Imitate ersetzt. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich das Diadem wieder komplettieren kann. Okay. Ja. Okay. Naja. Oh, ja. Ich kriege auch immer weniger. Nee. Nochmal tue ich mir dieses Ihr Vater muss erst tot sein, bevor wir nach ihm suchen. Bestimmt nicht an. Ja, sorry. Falsch drauf geklickt. Kann ich vielleicht hier irgendwas? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Nee, hat's immer noch nicht. Okay. Ja, ich habe ja noch einen Bleistift. Na gut, mit dem Tagebuch. Den Zettel habe ich jetzt ja sozusagen schon aufgebraucht. Bam, 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 bam. Ja, Pflanze, Heizkörper habe ich auch schon alles, okay. Ja. Was ist das denn jetzt schon wieder? Eine gelbe Scherbe. Ach. Die muss von der Baustellenlampe abgebrochen sein. Na toll. Moment. Ich glaube nicht, dass eine gelbe Scherbe als Diamant, Rubin oder Smaragd durchgehen würde. Da müsste mein Vater schon extrem farbenblind sein. Ja gut, okay. Ich brauche was Grün. Dunkelblau und sehr cool.
grün ist, warte mal. Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Ah. Sie schimmern jetzt grünlich. Oh, jetzt habe ich die Sonnenbrille kaputt gemacht. Oh, sorry. Ich hoffe, das Ding ist an der richtigen Stelle. Sobald der Kit trocken ist, werde ich es nur noch mit roher Gewalt abkriegen können. Jetzt fehlt mir aber immer noch ein Stein. Tja. Aber hier draußen ist nichts mehr. Nö. Okay. Gab's hier hinten noch irgendwas? Nö. Nö. Aber vielleicht hat ja Max was bei sich im Büro. Weil hier war nichts mehr, nee. Ja, da gibt's noch irgendwas. Ein Totem. Sieht irgendwie bedrohlich aus. Das rote Auge auf dem Totempfahl scheint mich zu beobachten, egal wo ich stehe. Ich glaube zwar nicht an Magie und so ein Zeugs, aber unheimlich ist es mir trotzdem. Ja, das Auge kann ich doch bestimmt mitnehmen. Wenn ich Sachen aus Max' Büro klaue, wird er mir wohl kaum noch weiterhelfen. Aber dieses rote Auge auf dem Totempfahl, das mich die ganze Zeit anstarrt, macht mich echt wahnsinnig. Leider schaffe ich es nur bei Männern, ihnen die Augen auszukratzen. Hm, vielleicht mit dem Bleistift? Nee. Achso, ich mach mal ganz kurz weg. Wo ist es? Achso, direkt dran. Vielleicht damit? Ah! So, die Speiche ist zwar abgebrochen, dafür kann mich das Ding jetzt nicht mehr so böse anstarren. Kann nur hoffen, dass Max das nicht auffällt. Nö, 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 nö. Rote Glas. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Juhu! Ja, was mache ich jetzt damit? Meine Ersatzjuwelen sind zwar nicht wirklich schön, aber Bastelarbeiten waren noch nie meine Stärke. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt habe ich hier so ein komplett vollständiges Diadem. Ja. Ja. Auto, die... Achso, das hatte ich ja schon. Ach nee, Moment, das stand ja im... Das stand im Tagebuch. Da. Nee. Mit Ausnahme von diesem Oleg sagt mir keiner der Namen... Auf dem Zettel steht eine Nummer. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Es soll mich erleuchten. Ja, komm hier. Geh eine Lampe. Will er nicht. Es soll mich erleuchten, ja. Erleuchte mich. Nur erleuchte mich doch mal. Tja, will es irgendwie nicht. Vielleicht erleuchtet mich das mit dem Kühlschranklicht. Der ist bereits geplündert. Aber nicht mit dem Diadem. Nee, auch nicht. Das soll mich erleuchten. Schade, ich dachte, das wäre so ein richtig schöner Hinweis. Erleuchten! Achso, vielleicht kann ich das ja jetzt hier in den... Nee, kann ich natürlich auch nicht. Erleuchte mich, Monitor. Nee, auch nicht. Es kann mich erleuchten, tut's aber nicht. Aber die Lampe will er... will auch nicht. Erleuchtet... Achso. Vielleicht aus dem Fenster. Nee. Erleuchte mich, erleuchte mich. Erleuchte mich. Erleuchte mich. Vielleicht, wenn ich mit dem Bleistift das irgendwie... Nee. Genau, ich setze das Diadem jetzt dem Tyrannosaurus Rex auf. Das ist doch bestimmt nice. Nee. Dem Triceratops vielleicht. Ach, hier ist eine Lampe. Nein, ich will es erstmal dem Triceratops aufsetzen. Das geht bestimmt. Aber vielleicht hier. Alter! Willst mich erleuchten? Na gut, hier ist eine Lampe. Oh, tatsächlich, hiermit. Ob ich jetzt erleuchtet werde? Wow, es hat funktioniert. Oh. Da scheint jemand mit einer unsichtbaren Tinte einen der Räume besonders gekennzeichnet zu haben. Durch den farbigen Lichtstrahl ist die Markierung jetzt sichtbar geworden. Da es hier keine Legende gibt, habe ich leider keine Ahnung, wo dieser Raum Nummer 8 genau ist. Scheint aber zu den Räumen zu gehören, die gerade renoviert werden. Okay, cool. Nice. Oh, hi. Hey, nicht schlecht. Da ist man mal ein paar Minuten weg und schon verwandelst du das Museum in eine Lightshow. Ne? Oh, ich... Tut mir leid, aber... Schon okay. Was hat das Ganze denn zu bedeuten? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber wenn dieses Rätsel wirklich von meinem Vater kommt, dann muss er schon einen guten Grund für diesen ganzen Aufwand gehabt haben. Hast du schon was rausgefunden? Ich arbeite noch dran.
Und du? Ja, ne?